Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, den Maria geboren hat, er sei mit euch. Ich begrüße alle, die zu dieser Eucharistiefeier versammelt sind. Die Pilgergruppe aus Bochum feiert diesen Gottesdienst zum Abschluss der Pilgerreise auf der Iberischen Halbinsel. Stationen in Avila und Santiago und jetzt hier in Fatima. Wir begrüßen Sie alle, die Sie zu uns gestoßen sind, um diese Eucharistie mit uns zu feiern. An dieser Stelle ist Maria erschienen, den Hirtenkindern. Und so feiern wir an diesem Morgen und an diesem Ort Gott, dem die Welt und das Leben der Menschen zu allen Zeiten am Herzen liegen, der für uns sorgt und uns begleitet. Und seine väterliche und mütterliche Sorge drückt sich aus in Maria, die an dieser Stelle die Botschaft des Friedens in die Welt gebracht hat. Jenen Frieden, den Jesus, ihr Sohn, uns von Gott her gebracht hat und schenkt. In jeder Feier der Eucharistie will er uns als Friedensfürst nahe sein. Das Heil der Welt, ihn begrüßen wir in unserer Mitte. Herr Jesus Christus, du bist der Sohn der Jungfrau Maria. Kyrie eleison. Du hast deine Mutter auch uns zur Mutter gegeben. Christe eleison. Du hast Maria gekrönt zur Königin des Friedens. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast Maria, die Mutter deines Sohnes, auch uns zur Mutter gegeben. Gib, dass wir durch ihre Ermahnungen belehrt, im Geist der Buße und des Gebetes, der Ausbreitung des Reiches deines Sohnes mit noch größerem Eifer dienen, um die Welt zu erneuern. Darum bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt, jetzt und in alle Ewigkeit. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind. Einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste,
wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, 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 Halleluja. 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 Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. So, liebe Schwestern und Brüder, liebe Pilgerinnen und Pilger, singen wir es in unseren Gottesdiensten zu Hause gern mit dem Lied aus dem Halleluja. Am 13. Mai, vor 102 Jahren, haben sich hier Himmel und Erde berührt. Maria ist erschienen drei Hirtenkindern. An diesem Tag und den folgenden Tagen haben die Hirtenkinder die Botschaft Mariens vernommen. Für die Bekehrung der Menschen zu beten und für den Frieden offen zu sein und auch zu beten. Ein Friedensort, der, wie wir es gestern eindrücklich erleben konnten, Menschen aus allen Ländern dieser Erde versammelt, genau in diesem Sinn, sich zu verbünden für den Frieden. Es ist jener Friede, den die Engel schon verkündet haben auf den Feldern von Bethlehem bei der Geburt Jesu. Es ist jener Friede, jene Freude, deren Ende Maria gespürt hat bei der Hochzeit zu Kana, als der Wein ausging. Sie haben keinen Wein mehr. So leitet sie durch ihre Achtsamkeit, Aufmerksamkeit das Wunder Jesu ein und das Fest der Freude und das Fest des Friedens geht weiter. Es ist jener Friede, den Maria ihrem Sohn geschenkt hat durch ihr Dasein
An dem Ort und zu der Zeit, da sich der Himmel verdunkelte, in der Stunde seines Sterbens. Wir alle wissen es und ahnen es, welchen Frieden die Nähe eines Menschen in dieser dunklen Stunde des Lebens schenken kann. Maria weiß, was Frieden ermöglicht. Maria kennt die Not der Menschen. Und so hat Gott es gefügt, dass Maria erschienen ist zu einer Zeit, als der Friede in Europa im dritten Jahr des Ersten Weltkrieges unter den Grausamkeiten der Zerstörung und der Vernichtung unzähliger Menschenleben unglaublich erschien. Und so hat es Gott gefügt, dass Maria erschienen ist an diesem Ort und zu einer Zeit, in der die beiden großen Mächte, Russland im Osten, die Vereinigten Staaten im Westen, begannen, Weltmächte zu werden. Und mittendrin die Erscheinung von Fatima, den Kindern, den kleinen Botinnen und Boten des Friedens, den Kindern, die empfänglich waren für diese Botschaft. So schließt sich für uns auf der Pilgerreise zur Iberischen Halbinsel der Kreis unseres Wallfahrtsmottos. Ich bin der Weg. Das Wort Jesu, was uns auf den Weg geführt hat, um in Avila das Wohnen Gottes in unserem Herzen, um in Santiago die Treue Gottes, die Treue zu Jesus und seinem Evangelium durch Jakobus zu feiern und neu in uns aufzunehmen, dass wir hier sind, um selbst gesandt zu werden als Menschen der Versöhnung und des Friedens. Das Zusammenleben der Menschen in der Welt, in unserem Land, in Deutschland, mit den vielen Migranten und Menschen unterschiedlicher Religionen und nicht zuletzt wiederum weltweit, das Zusammenleben mit der Schöpfung, die so bedroht ist, braucht diese Offenheit, braucht dieses Interesse Gottes an der Geschöpflichkeit und am Mit- und Zusammenleben. Lassen wir uns von diesem Ort senden. Als Menschen, als Botinnen und Boten des Friedens, als Botinnen und Boten dafür, was Gott hier durch Maria zeigt. Mir, eurem Gott, ist das Leben dieser Welt, das Leben jenes Menschen nicht egal. Seien wir selbst der Weg, durch den die Sorge Gottes für das Leben der Menschen handgreiflich wird, spürbar wird. Seien wir selbst Menschen des Friedens, die auf dem Weg ihres Lebens ausstrahlen, vermitteln, schenken, was Gott an Frieden und Heil für alle Menschen vorgesehen hat und vorsieht. Seien wir von hier aus Gesandte und damit Menschen, die Maria an ihre Seite nehmen. Ich bin mir sicher, sie erscheint nicht nur hier, sie erscheint überall dort, wo Menschen wie Maria Ja sagen zu dem, was Gott will. Dein Wille geschehe. Ich bin bereit. Heilige Maria, Mutter Gottes von Fatima, Königin des Friedens, bitte für uns. Amen. Schwestern und Brüder, an diesem heiligen Ort, an dem die allerseligste Jungfrau Maria erschienen ist, beten wir zu Gott, unserem Vater,
der die Mutter seines Sohnes auch uns zur Mutter gegeben hat. Gib, dass alle Gläubigen im Geiste der Buße und des Gebetes die Belehrungen Mariens befolgen und an der Erneuerung der Welt und der Ausbreitung des Reiches Christi opferfreudig mitarbeiten. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gib allen, die in der Kirche ein geistliches Amt ausüben, die Gnade, mit Maria das Wort Gottes gläubig zu hören und es getreu mit Liebe und neuem Eifer zu verkünden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Ermutige die Regierenden der Völker, den Frieden und die Gerechtigkeit in der Welt zu fördern und aufeinander einzuwirken, dass die Güter der Erde unter allen Menschen gerechter verteilt werden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Führe alle Leidenden dazu, sich mit Maria, der Trösterin der Betrübten, zu vereinen. Lass sie aus der mitmenschlichen Verbundenheit und aus der Betrachtung des Leibes Christi die Kraft schöpfen, ihren Weg zum ewigen Leben zu gehen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gewähre der hier versammelten Gemeinde durch die Fürbitte Mariens, dass jene, die Christus suchen, ihn finden, die Sünder sich bekehren und die Jugend sich wieder für das Evangelium begeistern. Wort des lebendigen Gottes. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Beten wir in einem Augenblick der Stille in unseren ganz persönlichen Anliegen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Allgütiger Gott und Vater, du erhörst die Bitten deines Volkes, das sich an dich wendet mit Maria, der Mutter deines Sohnes und der Kirche. Erhöre gnädig diese unsere Bitten und vermehre unseren Glauben durch Christus, unseren Herrn. Amen. Teilen wir das täglich Brot, wenn alle, die uns sehen, wissen, hier lebt Gott. Jesus Christus, Feuer, das die Nacht erhält. Jesus Christus, erneuerst unsere Welt. Die Nacht erhält. Jesus Christus, erneuerst unsere Welt. Jesus Christus, der für uns Menschen starb und auferstanden ist. Jesus Christus, erneuerst die Nacht erhält. Jesus Christus, erneuerst unsere Welt. Herr,
Beim Gedenken an die allerseligste Jungfrau Maria bringen wir dir die Gaben der Versöhnung und des Lobes dar. Vergib uns unsere Schuld und lenke unsere unbeständigen Herzen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, weil du Großes getan hast an der seligen Jungfrau Maria. In ihrem unbefleckten Herzen und ihrem jungfräulichen Schoß hat sie dein Wort empfangen. Und da sie den Schöpfer gebar, der Kirche ihren Ursprung gegeben. Unter dem Kreuz empfing sie das Vermächtnis seiner Liebe und nahm alle Menschen an als ihre Kinder, die durch Christi Tod zum ewigen Leben geboren sind. Mit den Aposteln erwartete sie den verheißenen Tröster, und vereinte mit den Bitten der Jünger ihr Gebet als Vorbild deiner betenden Kirche. In der Herrlichkeit des Himmels bleibt sie der pilgernden Kirche eine liebende Mutter und beschützt unseren Weg zur ewigen Heimat, bis der herrliche Tag Christi hereinbricht. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus seinem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig bist du, unser Gott. Hosianna. Ha, heilig, heilig, ha, heilig, heilig, heilig bist du, unser Gott. Hosianna. Ha, heilig, heilig, heilig bist du, unser Gott. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank. Er brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leben und Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns selbst auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, den heiligen Jakobus, der heiligen Teresa von Avila und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Diener, unseren Papst Franziskus, den hiesigen Bischof Antonius, unseren Bischof Franz Josef, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Diakone und Ordensleute, alle Seelsorgerinnen und Seelsorger und alle Männer, die zum Dienst, Männer und Frauen, die zum Dienst in der Kirche berufen und bereit sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der jetzt hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch oder wieder fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Und durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, du hast deinen Aposteln den Frieden geschenkt und aufgetragen. Wir bitten dich, hilf auch uns, dort, wo wir gehen und stehen, dem Frieden zu dienen. Schenk uns, die wir hier versammelt sind. Schenk uns in der Kirche und zwischen den Kirchen und in der weiten Welt mit allem, was lebt, Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Uns nicht allein.
Seht und empfangt Jesus Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, gebe ich dir Segen. Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, gebe ich euch.
heiliger Leib ist in den Tod gegeben, dass wir alle dadurch leben. Nicht größere Güte konnte er uns schenken, dabei sollen wir sein Gedenken. Kyrie eleison, Herr, du nahmest menschlichen Leib an, der von deiner Mutter Maria kam. Durch dein Fleisch und dein Blut hilf uns, Herr, aus aller Not. Kyrie eleison. Gott, gib uns allen seiner Gnade Segen, dass wir gehen auf seinen Wegen. In rechter Lieb und brüderlicher Treue, dass die Speis uns nicht gereue. Kyrie eleison. Herr, du nahmest menschlichen Leib an, der von deiner Mutter Maria kam. Durch dein Fleisch und dein Blut hilf uns, Herr, aus aller Not. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, beim Gedächtnis der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche verehren, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass es uns eine Hilfe sein, die uns zum ewigen Leben führt und uns stärkt zum Dienst am Frieden und an der Versöhnung und zum Heil der Welt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria segne euch der dreifaltige Gott. Er stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe und lasse euch selbst zum Weg werden, durch den sein Friede Kreise zieht und diese Welt erneuert. So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Thank you.
Wir wollen Gott um seinen Segen bitten für Andachtsgegenstände. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du heiligst alle Dinge durch deinen Sohn Jesus Christus, den die selige Jungfrau Maria geboren hat, und lässt sie dir zur Verherrlichung dienen. Segne die religiösen Gegenstände, welche diese Pilgerinnen und Pilger bei sich tragen. Lass sie ihnen eine ständige Erinnerung an deine Gnade und Gaben sein und auch an deine Mahnung, Buße zu tun und eifrig zu beten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen allen nun einen guten und gesegneten Tag.